eines Holländers, der aus Uerdingen gekommen war. Sorgte Erik Meyer mit seinem fließenden Eiswurf. Na, die Eiswürfe mussten weg, also habe ich sie weggeschmissen. Dann zeigte die Mannschaft wieder das, was so lange vermisst wurde. Fußball mit Herz. Erik Meyer. Erik Meyer machte die Führung von Pettersson mit seinem Ausgleichsvertrag. Spielerische Akzente gesetzt. So bedankt sich ein Stürmer bei seinem Flankengeber. Meyer auf Heinze 1:0. Normalerweise geht das Ganze ja andersrum. Jan Heinze bedient seinen Freund Erik. Und es wurde eine Bayer 04-Party. Burns auf Meyer 1:0. Auf Erik Meyer, der Ausgleich in der 85. Minute. Schaut her, das Ding geht auf meine Kappe.
Für ihn kam Erik Meier und der war gleich am ersten Treffer beteiligt. Flanke Meier, diesmal von rechts. Freistoß beinlich und der beste Kopfballspieler der Liga trifft zum 3:0. Erik Meier. Über die Hälfte seiner Tore machte er mit Köpfchen. Ich gehe gleich ein frisches, gesapptes Bier trinken und dann schön ins Bett. Der Lieblingssturmpartner von Ulf Kirsten, wie immer mit vollem Einsatz für die Mannschaft. 0:0 zur Pause. Leverkusen mit den größeren. Und dann kam wieder der erfolgreichste Privatflieger der Liga zum Einsatz. Erik Meier mit dem 1:0 Siegtreffer. Ich bin nicht glücklich. Ich meine, das ist Siegtor, das bringt uns 3 Punkte und das bringt uns wieder auf den 2. Platz. Und da wollen wir hin. Weiter, oder? Ja, wer weiß vielleicht. Schuss peinlich. Meier fälscht ab. Das 1:0. Meier lässt abtropfen. Erik Meier zeigte wie immer Einsatz bis zum Letzten. Viel Glück in Liverpool. Ich kann nicht mehr gewinnen, dann höre ich auf. Dann machen die Profis auf.